Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum zweiten Talk auf dem roten Sofa der DVZ am Stand der DVV Media Group hier auf der IAA Nutzfahrzeuge. Das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, sind Trailer. Das sind also die Ladeeinheiten, mit denen das Geld verdient wird und natürlich auch die Services, die darum gruppiert sind. Und ich begrüße ganz herzlich hier bei mir auf dem roten Sofa Dr. Peter Henrik Kees. Er ist Geschäftsführer von Cargobull Parts and Services. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kees, wenn man sich so ein bisschen in den Hallen umgeschaut hat, da gab es ja viele Themen, die dann irgendwo unterschwellig besprochen wurden. Unter anderem gab es auch ein Thema, das Schmitz Cargobull betraf. Kann man sagen, dass Sie sich hier auf der Messe schon ein paar Feinde gemacht haben mit einem neuen Angebot? Na, also Feinde würde ich nicht dazu sagen. Nein, höchstens eine Vielzahl zusätzlicher Interessenten sind bei uns auf den Stand gekommen. Weil Sie sprechen die Kühlmaschine an, höchstwahrscheinlich, ganz, ganz oder haben klar. Die im Sinn. Die Kühlmaschine ist die konsequente Weiterentwicklung der Dinge um den Trailer herum, die wir verstehen wollen, wo wir selber auch Einfluss drauf nehmen wollen. Und die Kühlmaschine ist nicht anders entstanden als zum Beispiel die scheibengebremste Trailerachse, die wir ja auch damals auf der IAA als erste präsentiert haben. Und das ist genau sowas heute mit der Kühlmaschine. Aber grundsätzlich ist natürlich das, die Herausforderung bei einer Kühlmaschine doch deutlich höher als bei einem Fahrwerk. Denn wir haben hier rechtliche Restriktionen, die greifen. Man muss ja wirklich nachweisen können, wann, wo, wie, was gekühlt wurde. Ja. Man muss die gesamte Kette nachweisen können. Es ist etwas komplexer. Und ganz klarer Grund, haben Sie das gemacht, weil Sie einfach sagen, wir brauchen die Fertigungstiefe, wir wollen vielleicht auch die Wertschöpfung mitnehmen? Natürlich, das gehört natürlich mit dazu, Wertschöpfung, klar. Aber auf der anderen Seite haben wir die Kühlmaschine auch in der Richtung designt, dass sie jetzt nicht ein Wettbewerbsprodukt zu den bestehenden Maschinen der anderen Anbieter sein soll, sondern wir haben die Kühlmaschine so designt, dass sie perfekt zu unserem Auflieger, zu unserem Trailer passt. Und hinzu kommt, dass wir in der glücklichen Lage sind, auch als Schmitz Cargobull über entsprechende Telematiksysteme zu verfügen, sodass wir dort auch den Service, die Wartung, die Überwachung der Kühlmaschine, abgesehen von der Temperatur, aber auch die reinen technischen Daten aus dem Betrieb der Kühlmaschine kontinuierlich überwachen können und somit auch sämtliche Alarmmeldungen direkt online bekommen und dadurch eine hundertprozentige Vernetzung und Überwachung des Trailerzustandes haben. Doch, ist natürlich sehr interessant für all diejenigen, die eine Lösung aus einer Hand haben wollen und ganz sicher sein wollen, dass es auch miteinander an den Schnittstellen passt. Aber nochmal zurück zu der Kühlmaschine. Sie sagen, es ist ja im Grunde genommen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre eigenen Kühler, genauso wie das Rotos Fahrwerk. Also das heißt, Sie gehen nicht auf den Markt und verkaufen an Wettbewerber, sondern Sie verkaufen nur für die eigenen Fahrzeuge. Wie waren die Reaktionen so bei Ihren bisherigen Partnern im Kühlmaschinenmarkt? Also ich sag mal, es ist ja schon lange unter der Hand gemunkelt worden, dass da etwas kommt. Und wir müssen auch ganz klar sagen, wir sind momentan mit den Geräten im Feldversuch, im Test. Wir werden jetzt den Wintertest durchfahren und dann wird es, wenn diese Tests alle positiv gelaufen sind, dann wird es eine Entscheidung zur Serienfertigung geben. Also wir sind jetzt noch in einer relativ frühen Phase und werden dann, wenn die ganze Erprobung durchgelaufen ist, auch die Kühlmaschine mit dem Auflieger als Komplettpaket erst anbieten. Könnte denn ein interessierter Fuhrunternehmer auf Sie zukommen und sagen, Mensch, ich möchte es mal ausprobieren? Natürlich. Direkt jetzt schon? Also wie schon gesagt, wir haben 15 Geräte im Feldtest, die also schon im Praxiseinsatz laufen. Und wir werden auch die weiteren Geräte, Vorseriengeräte natürlich unter Praxisbedingungen auch testen. Mhm. Nun haben Sie ja nicht nur die Kühlmaschine mitgebracht, wenn ich mich da an dem Stand umschaue. Bei Ihnen, da ist eine ganze Menge los, da sind sehr, sehr viele neue Sachen dazugekommen.
Wie kommt es, dass gerade in diesem Jahr, wo eigentlich eine gewisse Unsicherheit über die künftige Entwicklung herrscht, so viele Innovationen auf den Markt gebracht werden? Wer fordert das denn? Sagen Sie sich selber, wir haben großen Anspruch, wir wollen das einfach noch besser machen, oder kommen Ihre Kunden und sagen, wir brauchen bessere Lösungen? Also wir haben ganz klar die Strategie, wir hören unseren Kunden zu. Und wenn unsere Kunden sich mit uns über Auflieger, über unsere Services unterhalten, dann stellen wir immer wieder fest, dass es da Sachen gibt, die wir den Kunden anbieten können, aufgrund der Produktvielfalt, der Palette, die wir haben, sowohl in der Hardware als auch in den Services, sodass wir ihnen maßgeschneiderte Lösungen konstruieren können und auch in den Servicepaketen anbieten können. Also man muss ganz deutlich sagen, der Innovationstreiber sind eigentlich, gerade in der Richtung Services, sind unsere Kunden. Es gibt keine Standardpakete, die für 95% der Kunden passen. Und gerade im Servicebereich sind wir sehr darauf angewiesen, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Ist das also Ihr wichtigstes Argument im Verkauf der Fahrzeuge selber, sagen zu können, unser Service ist wirklich ein Benchmark in der Branche? Zählt das mehr als die Technik in den Fahrzeugen selber? Ich will nicht sagen, es zählt mehr. Es ergänzt sich hervorragend, weil ich sag mal, der zweite Trailer wird über die Services verkauft. Das ist ja schon ein ganz alter Spruch. Und wir bieten unseren Kunden, ich sage immer gerne dazu, ein Rundum-Sorglos-Paket bis hin zur Wiederinzahlungnahme des Fahrzeugs über Versicherungen, über Full-Service-Verträge, über Pannenschutzbrief. Die Dinge sind ja bei uns alle im Angebot. Und da sind wir, muss ich sagen, ziemlich weit vorne. Nun haben Sie ein Thema vorhin ja schon angerissen. Auch ein neues Produkt geht auch in die Richtung Service, Fleet4U. Ja. Das ist ja die Weiterführung des Telematik-Angebots. Da ist noch wesentlich mehr dazugekommen. Welchen direkten Nutzen würde ein Fuhrunternehmer haben, wenn er sagt, das möchte ich so umsetzen bei mir im Betrieb? Da hoffe ich, dass ich dann auch in Euro und Cent etwas unterm Strich bei rausbekomme. Genau. Fleet4U ist, und das hat die Jury des Innovationspreises ja auch festgestellt, ist ein absolutes Novum auf dem Markt. Wir sind für unsere Kunden hundertprozentig transparent unterwegs, gerade in Bezug auf die Kostensituation. Fleet4U ist eine Verknüpfung zwischen den Informationen aus der Telematikeinheit, wie Laufleistung, Beladungszustände, hauptsächlich aber Laufleistung, mit Verschleiß, Reparaturdaten aus dem Cargo Repair System. Im Endeffekt hinterher auf einer Bildschirmseite für den Kunden zu erkennen, was kostet mich mein Trailer in Eurocent pro Kilometer. Und das ist der wesentliche Nutzen dabei. Und da sind wir auch, das ist ein Produkt, was es so in der Art und Weise nicht auf dem Markt gibt, ist aber eigentlich nur die intelligente Verknüpfung bereits bestehender Daten und Informationen im Kundeninteresse. Ist das schon die Endausbaustufe? Kann da noch mehr dran geflanscht werden? Hat man sich da schon Gedanken gemacht? Natürlich. Natürlich kann da mehr dran geflanscht werden. Und da wird es Version 1, 2, 3, 4, 5 geben. Immer wieder mit zusätzlichen Informationen. Und die Kunden, mit denen wir uns bisher über Fleet4U unterhalten haben, die haben gesagt, eigentlich eine total einfache, simple Idee. Super umgesetzt und kann man wunderbar mit leben. Und wenn Sie dann 10 Minuten drüber nachgedacht haben, dann sagen Sie, aber Moment mal, warum habe ich denn da jetzt keine Zugmaschinendaten drin? Warum habe ich denn da jetzt keine Mautgebühren mit drin? Warum habe ich denn da jetzt keine Dieselkosten mit drin? Also da sieht man, da gibt es durchaus Ausbaumöglichkeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das erst der Anfang der Geschichte sein wird. Na, es geht ja auch weiter mit Cargo Telematics. Wir hatten ein Gespräch mit Herrn Neu und dort gibt es eine Konsolidierungsplattform, in die all diese Daten einfließen und im Grunde genommen nochmal weiter aufgebohrt werden. Ja. Ja. Wir sehen also, meine Damen und Herren, der Trailer der Zukunft, und die Zukunft hat schon längst begonnen, ist richtig transparent in wirtschaftlicher Hinsicht, auf jeden Fall auch in Service-Hinsicht. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Dr. Kees, dass Sie hier Gast waren und hoffe, dass Sie
nicht von den Mengen am Stand überrannt werden, wenn Sie wieder zurückgehen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Produkt, sehr spannender Ansatz. Vielen Dank und Ihnen noch eine gute Zeit hier. Vielen Dank auch. Danke.